Sehr geehrte Damen und Herren, wir dürfen Sie recht herzlich zu unserem Themenschwerpunkt Nachhaltige Gebäude begrüßen. Bevor wir inhaltlich in unseren Vortrag einsteigen, möchten wir uns gerne bei Ihnen vorstellen. Alexander Basser ist Universitätsprofessor für nachhaltiges Bauen an der Technischen Universität Graz. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die lebenszyklusbasierte Nachhaltigkeitsanalyse, die Ökobilanzierung, die Themen rund um die digitale Gebäudemodellierung, die Nachhaltigkeitszertifizierung von Gebäuden sowie Umweltproduktdeklarationen. Helmut Greiner ist Senior Scientist und stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe Nachhaltiges Bauen am Institut. Helmut Greiner widmet sich dem Schwerpunkt der systemischen Bewertung und Optimierung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten, Gebäuden und deren zugehörigen Prozesse. Lassen Sie mich mit dem Stand des Wissens zum Fachbereich Nachhaltiges Bauen beginnen. Wissen spiegelt sich auch in der Zunahme der wissenschaftlichen Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und Tagungspublikationen wider. Hier zu sehen in unserem Diagramm. Im nachhaltigen Bauen sind diese seit Beginn der 90er Jahre von 0 auf über 400 Publikationen pro Jahr angestiegen. Das Wissen spiegelt sich aber auch in der Anzahl der zertifizierten Gebäude wider. Diese haben sich von 1990 bis jetzt um über 1500% gesteigert. Schauen Sie sich jedoch auch die rote Linie an, die globalen CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre. Trotz aller Anstrengungen von Industrie und Wissenschaft scheint es keinen messbaren Effekt zu geben, da die globalen CO2-Emissionen weiter und weiter steigen. Daher scheint jede Verbindung zwischen Wissenschaft und Industrie unwirksam zu sein. Meine Hypothese ist, dass wir die Interaktion und den Übergang zwischen der akademischen Forschung und Industrie durch praktische Ansätze verbessern müssen. Diese Interaktion beginnt jetzt mit dem schwarzen Punkt im Diagramm. Die Technische Universität, die neueste Ergänzung der akademischen Gemeinschaft für das nachhaltige Bauen. Wir werden etwas unternehmen und was zu tun ist, versuchen wir Ihnen heute zu erklären. Im letzten Sachstandsbericht des IPCC wurde der Zusammenhang der CO2-Emissionen und die zugehörige globale Mitteltemperatur dargestellt. Es zeigt sich, dass es annähernd einen linearen Zusammenhang zwischen der CO2-Konzentration und der damit verbundenen Temperaturerwärmung gibt. Dies dargestellt hier in dem Diagramm auf der rechten Seite mit dem 1,5-Grad-Limit. Pro 1000 Gigatonnen CO2 erwärmt sich die Erde um etwa 0,45 Grad Mitteltemperatur. Für jedes Temperaturlimit kann das zugehörige CO2-Budget bestimmt werden. Netto-Null-CO2-Emissionen sind die Bedingung für die Stabilisierung der globalen Klimaerwärmung. Die Wissenschaft ist recht zuverlässig, was die Menge an CO2 in der Atmosphäre angeht, die mit 1,5 Grad auf globaler Ebene einhergeht. Zieht man die 2400 Gigatonnen ab, die bisher emittiert wurden, dies ist der graue Bereich im Diagramm auf der rechten Seite, verbleibt ein CO2-Budget von ca. 500 Gigatonnen, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2, das heißt 50%. Wie zu erkennen, ist hier fast ausschließlich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre relevant. Das heißt, jede Tonne CO2, die wir emittieren, trägt zur Klimaerwärmung mittel- und langfristig bei. Wenn wir uns die globalen Emissionen und das Restbudget nun im zeitlichen Verlauf ansehen, bedeutet dies, dass die CO2-Emissionen auf globaler Ebene bis 2030 um die Hälfte reduziert werden müssen und bis 2050 ein Netto-Null-Punkt erreicht werden muss. Wie unschwer zu erkennen, werden alle derzeitigen Zusagen nicht ausreichen, um die Welt im Rahmen des verfügbaren CO2-Budgets zu halten. Was bedeutet dies für die Industrieländer? Sie müssen sicher schneller reduzieren, um Entwicklungsländern einen etwas größeren Anteil am Budget zu überlassen. In der Wissenschaft wird viel darüber diskutiert, wie das verbleibende CO2-Budget zu verteilen ist. Aber für die Zwecke dieses Beispiels wollen wir es ganz einfach halten. Für Österreich mit etwa 1 Promille der Weltbevölkerung bedeutet dies, dass unser Budget ab 2022 etwa 240 bis 430 Megatonnen CO2 beträgt, je nachdem wie wahrscheinlich es ist, diesen Temperaturanstieg zu begrenzen. Dies entspricht einer Reduzierung von 50% alle 2,5 bis 6 Jahre. Kein Wunder, dass hier eine Kehrtwende notwendig ist
und zwar super schnell. In diesem Diagramm habe ich Ihnen die globalen CO2-Emissionen dargestellt und hier den Anteil des Bauwesens gekennzeichnet. Sie sehen den Beitrag der direkten und indirekten Emissionen aus dem Gebäudebereich. Das macht in Summe ca. 17% aus für Wohngebäude und sonstige Gebäude. Für die Errichtung der Gebäude benötigt man etwa 10% zusätzliche, die sogenannten grauen Treibhausgasemissionen. Ebenso ist für die Infrastruktur, zum Beispiel den Tunnel, eine Straße, ca. 10% der globalen Treibhausgasemissionen zuzurechnen. Wenn Sie es so wollen, ist der gesamte Bausektor für ca. 47% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Eine enorme Herausforderung auf der einen Seite, aber zugleich auch eine große Chance, etwas zu verändern.